Also wir machen diese Aufnahmen hier in Salzburg. Das hat eine besondere Bedeutung. Mein Vater wurde 1930 in Salzburg geboren und lief dann bald weg von Salzburg, um eine Karriere zu machen in der Gebrauchsgrafik. Wurde sehr berühmt damit und hat dann eigentlich in seinem Leben sich wieder zurückorientiert auf Salzburg, wo er dann gestorben ist in 2009. Hermann Rastorfer, mein Vater, war eine Einzelpersönlichkeit. Gleichzeitig war aber auch jemand, der unglaublich viele Menschen beeinflusst hat mit seinem Werk. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Malerei und die Grafik, sondern insbesondere auch mit der Werbung. Die Werbung, wie der Herr Kopp von Design Austria mal gesagt hat, war ein so bedeutender Bestandteil meines Vaters, dass es kaum jemanden gibt heute, der nicht irgendwann mal ein Produkt in der Hand hat, das mein Vater gestaltet hat. Das reichte von Unterberg, Ferrero zur Deutschen Bundesbahn, Volkswagen. Produkte der Pharmaindustrie war besonders wichtig. Es war natürlich sehr spannend zu sehen, dass die Übereinstimmung zwischen der Malerei, der Grafik und der Werbung bei ihm immer unisono ging. Er war ein Universaltalent, der eigentlich im Renaissance-Sinn alle Themen gleich behandelt hat. Ob das die